Kaffee wird geröstet. Es gibt Röstzeiten zwischen 12 und 17 Minuten. Es kommt darauf an, ist es ein Crema-Kaffee oder ist es ein Espresso-Kaffee. Dann wird der Kaffee dementsprechend runtergekühlt und verwogen und geht dann in die Folgeabteilung zur Verarbeitung. Das heißt, entweder als ganze Bohne oder dann als Mahlkaffee vermahlen und geht dann dementsprechend in die eigentlichen Abteilungen, ob jetzt Kaffeepads oder Kaffeekapseln dann rausproduziert werden. Zum Thema Kaffeepads haben wir in der Vergangenheit viele Erfahrungen gemacht und haben unser Saugsystem umgestellt. In der Vergangenheit wurde der Kaffee frisch geröstet auf die Maschine gebracht. Das hört sich zwar gut an, hatten aber dadurch, dass wir frisch auf die Anlage sind, haben einen Aromaverlust gehabt. Deswegen haben wir uns dann entschieden, dann einen Sauger einzusetzen, einen Vakuumsauger einzusetzen von der Firma Piab, wo wir dementsprechend dann über eine separate Mühle den Kaffee vormahlen und dann mit einem abgekühlten Kaffee dann auf die Maschine gehen und den dann als Kaffeepad zu 7 Gramm verpacken. Warum haben wir uns für den Piab Vakuumförderer entschieden? Weil Piab ist ein Unternehmen, was bei uns bekannt war. Wir haben uns ja dann entschieden, weg direkt von der Vermahlung auf Saugersysteme umzustellen. Und da war Piab einer der Anbieter, den wir dann ausgesucht hatten und für uns für gut befunden haben, weil es ein einfaches Gerät ist, zu handeln ist, auch von der Wartung recht wartungsarm ist, lässt sich sehr leicht reinigen und deswegen hat man sich für Piab-Sauger entschieden. Mittlerweile haben wir 4 Piab-Sauger im Haus auf verschiedenen Maschinen verbaut und haben die besten Ergebnisse.